verzehrt. Hier meldet sich das Kickersstadion Biberer Berg. Offcast, der Kickers Offenbach Fan Podcast. Kickers sind wir. Und dann sage ich Hallo und ganz herzlich willkommen zum Offcast, dem Fan Podcast von Kickers Offenbach. Ich bin wie immer der Marco und ich rufe Offenbach, ich rufe Sebastian, ich grüße dich. Schöne Grüße zurück. Hallo Marco. Es geht wieder weiter. Guck mal, wie motiviert wir sind. Ich bin total fasziniert von uns. Ich bin unfassbar nervös. Ich habe gerade eben schon zu Sebastian gesagt, ich habe es nicht geschafft, den Stecker hier in die Vorrichtung zu stecken, weil ich so gezittert habe, weil ich so Lust habe, endlich wieder aufzunehmen. Und ich bin so richtig heiß auf die neue Saison. Wie geht's dir damit? Auf jeden Fall, richtig Bock. Ich bin sogar so heiß, dass ich was vorbereitet habe, also mich informiert habe. Nee. Nicht, dass wir dich natürlich informiert. Nicht, dass wir so enden wie das letzte Mal. Jetzt gut, jetzt reiße ich wieder die Fresse auf. Ne? Moment, wird das wieder nicht. Enden wir am Ende doch. Natürlich. Genau, also vielleicht vorneweg 1-2 organisatorische Punkte, bevor wir hier ins große Geschehen gehen. Wir haben ganz viele Rückmeldungen bekommen. Schön, dass ihr wieder da seid und so weiter. Wir freuen uns natürlich über jedes Feedback von euch. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal gesagt haben. Auch vielen, vielen Dank für das ganz, ganz viele positive Feedback. Ihr merkt ja jetzt, also wir sind jetzt wieder da, wir sind jetzt, ich glaube, die letzte Folge ist gerade mal 2 Wochen her oder so, ich weiß es nicht genau, ich glaube, wenn es rauskommt, sind es knapp 3 Wochen. Ich bin unfassbar heiß, wir sind super heiß und wir wollen euch natürlich mit neuem Content füttern. So, wir wollen aber nicht betteln um Kohle oder ähnliches, sondern wir wollen euch aber trotzdem die Möglichkeit geben, uns zu unterstützen. Und zwar, das kostet gar nichts. Ihr geht einfach auf YouTube, schaut euch unseren Kanal an und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann klickt ihr auf Abonnieren. Denn durch diese Abos haben wir die Möglichkeit, irgendwann vielleicht den ein oder anderen Euro zu generieren, sodass wir zumindest nicht auf den Kosten sitzen bleiben hier und vielleicht so ein bisschen entlastet werden. Nichtsdestotrotz gibt es uns aber auch über die App Football Was My First Love. Und da empfehle ich euch natürlich, gerne mal reinschalten in diese App. Also runterladen im App Store oder auch im Play Store von Google. Und dort findet ihr super viele Inhalte rund um das ganze Thema Fußball von Groundhopping, natürlich AT mit seinen heiße Kurven, treue Typen Podcasts, wo es natürlich auch in die dritte Halbzeit geht, international, national, die einzelnen Vereinspodcasts und so weiter und so fort, ist alles dabei und natürlich auch der Offcast zu hören, also nicht nur über YouTube, sondern auch darüber. Und ja, das sei mal organisatorisch vorneweg gesagt. Also zusammengefasst, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns natürlich über jeden Euro, der geht sowieso immer direkt weiter an die Kickers oder ans Museum oder sonst so hin. Aber vor allem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns dann irgendwie abonniert, das Video liked bei YouTube oder ähnlichem. Genau. So, soviel zum Thema organisatorisch. Das musste einfach mal gesagt werden, weil viele haben uns ja gefragt, hey, wie macht ihr das, wie können wir euch unterstützen? Und ich kann jetzt schon mal vorne wegnehmen, diese Sendung wird pickepacke voll. Wir haben ein geiles Gewinnspiel. Wir haben die dazugehörige Mega-Überraschung. Wir haben schlechte Nachrichten. Wir haben gute Nachrichten. Wir haben ganz viel. Keine Nachrichten. Und Sebastian sitzt mir gegen... Was für Nachrichten? Keine Nachrichten. Nee, ist mir alles wieder zu seriös hier. Wir haben das letzte Mal gesagt, wir ziehen Stock ein bisschen aus dem Arsch. Jetzt fängst du wieder so ultra professionell an. Ja, aber ich bin halt eher so der Profi von uns beiden. Ja, wenn wir beides Amateure wären, ja, dann würde das hier alles gar nicht funktionieren. Man muss da so sagen, Sebastian sitzt mir aber gerade gegenüber in einem weißen Hemdchen. Ja. Ja. Also hat extra für den Podcast schick gemacht heute, damit er auch ein bisschen seriöser spricht. Ich habe einfach nichts mehr zum Anziehen. Alles andere ist eine Wäsche. Wollen wir doch einfach mal vielleicht einen Blick rüberwerfen zu den Kickers. Denn seit unserer letzten Folge, und das ist gar nicht so lange her, wir haben ja gesagt, dass der Georg, unseren Geschäftsführer, gesagt hat, der hat gemeint, hey, es wird den einen oder anderen Vollzug noch geben auf dem Transfermarkt. Und da ist ja das eine oder andere passiert. Mhm. Und da wollen wir doch mal Blick drauf werfen. Mhm. Ich würde einfach mal erstmal einen Satz in den Raum werfen. Es soll keinen Komplettumbruch geben. Nein, ein bisschen was ist ja auch geblieben, glaube ich.
Wir haben sogar Leute zurückbekommen. Der erste Zugang war ja tatsächlich Jakob Lemmer, wenn man das so will, wie wir letzte Folge gelernt haben, nicht bei Baling, sondern bei Rot-Weiß Koblenz gespielt hat. Richtig. Ausgeliehen war. Der ist wieder zurück. Schön, oder? Freue ich mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn letzte Saison überhaupt nicht verfolgt, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ob er sich irgendwie verbessert hat, ob er irgendeine Rolle gespielt hat oder sonst irgendwas, also, weiß ich gar nicht. Er hat, ich habe nochmal geguckt, 6 Vorlagen, 6 Tore bei Koblenz geschossen. Hat er auch vermehrt total als Stürmer gespielt. Und ich finde auch, ich habe mir jetzt lustigerweise vorgestern nochmal das Vorstellungsvideo bei uns, wie aus der Jugend rausgekommen ist, mal angeguckt. Da war der so ein bisschen schlaksig, ja. Und jetzt, wenn du ihn jetzt mal anguckst, ich war ja hab mir das diesmal mal gegeben, beim Trainingsauftakt, der hat schon gut zugelegt, ja. Also ich meine jetzt nicht vergleichbar mit dir, du bist ja hier over the top vom Körperlichen, aber da kommt er schon so ran, würde ich mal sagen. Ja? Was soll der da heißen? Ja, weißt du, dass du volles Viech bist. Ne? Jetzt muss, ah, ihr wollt gerade sagen, hier. Muskulös. Wollen wir uns irgendwann mal messen hier, so irgendwie, keine Ahnung, wollen wir mal so einen Kewisch-Kampf mit zwei gegeneinander live irgendwie im YouTube aber, oder so. Aber nur im Stadion. Eigentlich eine gute Idee. Nee, aber zurück zu Jakob Lemmer. Der hat ein bisschen zugelegt, sagst du? Im Schlamm. 1-1. Ja, das muss noch gesagt werden. Fand ich zumindest, ja. Ich meine, ich glaube, der... Das sind ja diese Fantasien, die weiter da rauskommen. Ja, wir müssen wieder seriös werden. Merkst du was? Jetzt wollte ich wieder seriös werden. Ich habe es wieder vergessen. Nein, ich glaube, der Heiner Backhaus, der hat ihn auch schon ganz schön getriezt. So, ne? Also ich glaube, das ist jetzt keiner, der jetzt unbedingt so auf schönen Fußballer steht, sondern so wirklich auf Kämpfer und Typen. Und ich glaube, da brauchst du ja auch eine gewisse Physis. Und ich glaube, das hat ihm ganz gut getan, so das Jahr. Und ich bin auch froh, dass er wieder zurück ist. Ich bin gespannt, wo sie mit ihm planen, auf den Außen oder im Sturm. Wenn man jetzt so die Neuverpflichtungen nachgeht, wir kommen ja später noch zu einem gewissen Menschen mit einem sehr unüblichen Vornamen. Nach der Verpflichtung, ja, kann ich mir vorstellen, dass er auf die Außen kommt, der Jakob Lemmer. Aber ja, schauen wir mal. Bin gespannt auf jeden Fall. Ist gut, auf jeden Fall eine Option zu haben mit ihm auf den Außen oder im Sturm vorne. Ja, genau. Also ich glaube, offiziell ist er Mittelstürmer jetzt irgendwie, ja, wenn ich das jetzt richtig sehe. Aber wollen wir erstmal vielleicht, genau, ich glaube, ein bisschen Struktur brauchen wir schon. Lass erstmal ganz kurz auf die Abgänge gucken, weil es hieß ja kein Komplettumbruch. Ja, lass uns mal ganz kurz drauf gucken. Also Hussein Basic weg, ja. Dennis weg, Fetsch weg, ja. Firat weg, Ramay weg, ja. Karpstein weg, Soriano weg, Tuma weg, Chana, Flauder, Stark. Also es hört sich nicht an nach, wir wollen keinen Komplettumbruch. Wer bleibt denn dann eigentlich noch so als, weißt du, als gestandene Persönlichkeit außer der Pole? Ich kann den Namen ja nicht aussprechen, nicht Jelenicki, aber ja. Ich habe mich auf Seba geeinigt, dachte ich. Seba gilt auch. Aber jetzt guck doch mal, wer ist denn wirklich von den Abgängen noch zum Ende der Saison wirklich Stammspieler gewesen? Ja? Also ich sag mal, Dennis, gut, aber den wollte man ja wirklich nicht mehr haben. Firat, glaube ich, passt zur neuen Spielweise mit Frühpressen nicht wirklich. Gut, Hussein Basic, klar, keine Frage. Ich glaube, den hätte auch jeder behalten wollen. Aber so ein Bild. Ich finde das immer geil, wie professionell du das machst. Es passt zur neuen Spielweise nicht, Alter. Als ob ich irgendwas darauf entgegnen könnte. Also, wir haben einen neuen Trainer, Marco. Ja, er hat aber groß angekündigt, früh zu pressen, den Gegner zu stören und wie hat er das genannt? Er hat es ganz, ganz cool ausgedrückt. Er hat den Gegner stressen. Genau, früh pressen und den Gegner stressen. Du brauchst die Pferdelunge auf dem Platz. Ganz genau, du brauchst quasi 11 Mike Vetters, inklusive Torwart. Ich wollte gerade sagen. Ja, ja, der Torwart presst mit. Soll ich alle mal ein Beispiel nehmen? Der Torwart presst mit an die Mittellinie. Ja, auch hier, auch eine Option. Ja. Nee, genau, und deswegen, ich glaube, ja, Firat war jetzt, ich sag mal, auch nicht der schnellste. Technisch wahrscheinlich mit einer der besten der Liga, aber halt auch nicht der schnellste, zumindest im linken Fuß. Ja. Hast du gerade wirklich gesagt, dass Firat technisch einer der besten der Liga ist? Vom Passspiel her? Ja. Boah, vom Passspiel her würde ich mich ganz schon weit. Gut aus dem Fenster vom legen. Passspiel her würde ich mich sehr weit aus dem Fenster legen. Ich glaube, wenn der Firat, der hat selten für mich einen Fehlpass gespielt. War ein sehr sicherer Spieler. Wo ist der eigentlich hin jetzt? Steinbach, jo, genau. Jo. Also die Aufstiegsambitionen von Steinbach kannst du eigentlich jetzt auch in der Fall verhauen. Ich erinnere an La Prevotte, wenn ich mal wollte, ja. In welcher Liga der jetzt spielt. Ja, aber
Das kannst du ja nicht vergleichen. La Privat war ein solider Spieler. Und warum haben wir da nicht verlängert? Das ist jetzt ein Vierrad. Warum? Ja, weil wir es nicht geschisse gekriegt haben. Ist doch immer ja, so. Es kann ja sein, dass wir das über Vierrad jetzt auch sagen nächstes Jahr. Wer weiß. Nee, das glaube ich nicht. Wer weiß. Das glaube ich nicht. Okay. Ich muss ganz offen sagen, bei manchen Spielern kann man froh sein, bei dem einen oder anderen, dass er weg ist. Genau, aber wir haben ja diesen Komplettumbruch, ja. Ist dann jetzt doch gekommen. Jetzt ja. Ist erstmal, bevor wir zu den Zugängen kommen, wie siehst du das? Hast du da Schiss davor, dass das wieder, weißt du, ich meine, ich erinnere an die Folge mit Kapek, die wir damals aufgenommen haben, wo der gesagt hat, ey, eine Mannschaft braucht einfach, um kommunizieren zu lernen, sich zu finden und so weiter. Aber wir haben ja ganz klar gesagt, wir wollen hoch. Ja. Der Unterschied ist, guck mal, damals, als wir da diese Mannschaft hatten, das waren ja alles neue Spieler. Da hat ja niemand mit jemandem vorher zusammengespielt. Jetzt hast du ja schon so eine Hierarchie im Kader. Klar hast du jetzt auch ein paar Persönlichkeiten dazugeholt, aber ich glaube, diese Hierarchie und diese Gepflogenheiten, die sind schon da und du musst nicht mehr alles komplett neu umstellen. Ich glaube auch, es wird dauern komplett. Ich glaube auch, dass wir wieder so eine kleine Phase haben werden, wo viel intern, was man hoffentlich nicht mitbekommt, aber viel intern dann auch wieder, wo es mal knallt, denke ich. Ist ja überall gleich. Gibt es nicht in der Firma, gibt es nicht im Fußballverein, ist ja normal. Kommt aber dann darauf an, wie man da rauskommt und ob das gut gesteuert werden kann. Und wenn das klappt, auf jeden Fall, dann bin ich guter Dinge. Also ich habe da jetzt wirklich gesagt, ehrlich gesagt, keinen Schiss vor, weil meiner Meinung nach 60-70% steht und die wurden jetzt einfach nochmal qualitativ erweitert, ja. Wie gesagt, ich glaube, wir haben schon so 1-2 Leader geholt. Und aber der Rest wirklich, es sind keine Auffüller, aber es sind gute Ergänzungen meiner Meinung nach, von der Vita. Ich hab die alle noch nie spielen sehen, weißt du, also musst du nichts erzählen. Du kennst ja tatsächlich lustigerweise endlich mal einen Spieler, den wir verpflichtet haben. Ich glaube, das ist in den letzten Regionalliga-Jahren auch noch nicht einmal passiert. Außer Fetch vielleicht. Stimmt, aber ich wollte jetzt gerade nochmal rüber, du hast gerade eben gesagt, 60-70% steht. Das heißt für dich, wenn wer 60-70% steht, dann kann man versinken, ja? Ja, ich weiß ja nicht, hier, nackt Schlamm catchen, bis er steht. Ich weiß nicht, an was du wieder hier alles denkst. Jetzt weiß ich, warum du so nervös bist. Der Unterhaltung in Offenbach. Die Leute müssen ja wissen, was du so für ein Typ bist, weißt du? Also 60-70% muss er stehen, dann funktioniert das alles. Und also glaubst du, also ich bin da, ich weiß es halt nicht. Ich bin so voller Euphorie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, weil ich so denke, gut, bis auf Ulm, wer soll uns da stoppen? Aber gut, das habe ich die letzten 10 Jahre halt immer gesagt. Ja. Also immer, ausnahmslos. 2015 hat es geschafft. Und ja, also, und wie gesagt, und die Neuzugänge versprechen ja so einiges. Also, du hast ja schon gesagt, den einen oder anderen kenne ich ja schon. Eigentlich nur einen. Aber wollen wir mal anfangen mit aus der Jugend. Ah, nee, Quatsch. Abgang nochmal ganz kurz. Nach unserem Podcast, nach unserer letzten Aufnahme, haben wir die ganze Nummer gehabt. Oder war das schon wer? Nee, das war danach. Ich war mir gerade nicht sicher. Ich wollte es auch schon sagen. Mit Karpstein, richtig? Aber ich bin mir nicht sicher, ob es danach war oder davor. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war danach. Also falls wir schon mal drüber geredet haben. Aber war es eine krasse Aktion, oder? Ja, aber korrekt. Also vollkommen richtig. Du, wenn er gehen will, soll er gehen. Sorry. Also ja. da würde ich keinem nachweinen. Da würde ich auch keinem Seba nachweinen, wenn jemand sowas abzieht. Sorry, gehört sich nicht. Da könnt Cristiano Ronaldo bei uns spielen, wenn er sowas abzieht. Sorry, nee, ist so. Wenn krass, jemand keinen Bock hat, dann soll er gehen. Also das ist meine Meinung. Aber auf der anderen Seite auch super schade, weil er hat eigentlich einen ganz soliden Job gemacht. Absolut. Ich hätte ihn gern gesehen zusammen mit Zielinski in der Innenverteidigung. Ja. Innenverteidigung. Aber wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Ja. Ich denke, er war schon sehr gut für die vierte Liga, aber nicht unersetzbar. Ja. Gut, dann direkt zu den Neuzugängen. Wir haben erstmal einen aus der U19 hochgeholt. Mhm. Und zwar den Almin, glaube ich, heißt er. Almin Mesanovic, genau. Mesanovic, hat letztes Jahr noch in Mainz gespielt, ist dann in der U17, von deren U17 in unsere U19 gewechselt. Und ja, scheint direkt einen guten Start gehabt zu haben. Ich meine, er hat ja schon letztes Jahr mit uns trainiert, oder mit uns. Mit uns trainiert hier keiner. Höchstens am Klaas, das wäre nicht so gut für seine Leber. also mit der Mannschaft trainiert. Ja. Neuer Hussein Basic, würde ich sagen, ja. Ich bin da guter Dinge.
Ja, absolut. Ich meine, der hat ja auch, hat er nicht sogar schon für uns gespielt letztes Jahr, sag mal? Der ist mal eingewechselt worden. Ich weiß, dass er im Trainingslager dabei war, das habe ich im Kopf. Aber es kann, ja. Er hat mal ein, da, 3 Regionalligaspiele, ich sehe es gerade. Insgesamt 28 Minuten, ne? Nicht so gut, dass wir jemanden haben, der ab und zu mal auf die Statistik guckt. Ja, also wie gesagt, der hat, ich kann mich meine nicht zu erinnern, dass der auch mal reinkam. Aber ja, wir haben einen aus der Jugend hochgeholt, was ich immer gut finde, denn NLZ ja, zeigt einfach mal wieder, da funktioniert. Ja. Ja. Ich finde ja, da wird viel gute Arbeit geleistet, ja. Also im NLZ gerade mit diesen Kooperationen mit den Schulen, jetzt mit der SG Rosenhöhe. Ich finde das eine gute Sache. Ich glaube, da wird nachhaltig gut gearbeitet. Wenn ich so dran denke, so ein paar. Vor ein paar Jahren, da war ja eine Fluktuation da drin, da ist ja gefühlt jede Woche der Trainer gewechselt worden in jeder Jugendmannschaft. Das hat sich schon verbessert, subjektiv gesprochen zumindest. Ja, deswegen, ich glaube, da wird gut gearbeitet, nachhaltig gearbeitet, da kann man jetzt gemacht einen Bombenjob, meiner Meinung nach. Ja. Und da kann man drauf aufbauen, ja. Ja. Übrigens, ich trinke gerade Apple Cola, es ist helllichter Tag übrigens. Wir nehmen gerade nicht abends auf oder so, sondern mittags. Ich will gerade mal ein Apple Cola, also solche Wörter wie Fluktuation dann jetzt ausnutzen, weil später kriege ich nicht mehr. Alles klar. Ich will jetzt alles reinpacken. Der nächste Neuzugang war dann auch schon direkt Björn, glaube ich, heißt der Jopek. War das der nächste? Ich habe es nicht chronologisch, aber wenn du das sagst, dann wird das stimmen. Alter, keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal die Liste durch, ja, die ich hier mir aufgeschrieben habe. Das meine ich mit Lieder. Und was ich krass fand, ich war ja beim, wie gesagt, bei dem Eröffnungstraining, Trainingseröffnung, Trainingsspiel, wie auch immer man das sagen will, im Stadion. Die erste Aktion, die ich von ihm gesehen habe, die haben Action gemacht und er hat erstmal an Ronny Markus umgehauen. Erstmal kompromisslos. Der Ronny war auch ziemlich angepisst. Zu Recht wahrscheinlich. Die haben sich da ein bisschen in Haaren, haben sich dann wieder vertragen danach. Aber ja, habe ich auch gedacht, gut, erstmal gezeigt, wer hier Chef im Ring ist. So, und so tritt er meiner Meinung nach auch auf, ja, also im ersten Testspiel. Wir haben es ja nicht komplett geguckt am Stück, wir zwei. Es ist ja nebenbei gelaufen, als wir auf dem Kickers Talk grillen. Ja, da kommen wir nochmal gleich drauf zuzuspringen. Ich habe mir danach nochmal das Spiel ein bisschen angeguckt und ein bisschen rumgezappt. Und da hat das, ja, hat einen guten Eindruck gemacht in der ersten Halbzeit. Auch im Trainingsspiel hat er mir gut gefallen. Ich glaube, da haben wir einen guten Leader. Ich meine, der ist auch geile Vereine gewohnt, so, ne? Union Berlin, Arminia Bielefeld. Ich wollte gerade sagen, ne? Chemnitz darf man auch nicht unterschätzen, ja. Also. Ja. Gut, da waren noch so Graupen wie Victoria Berlin, Würzburger Kickers dabei. Aber ich fand es so geil, wie er gekommen ist und gesagt hat, endlich ist er mal wieder beim richtigen Verein. Aber das ist halt das, ganz ehrlich, wenn du halt bei Victoria bist, ja, und ich meine, du kennst es halt nur von der leeren Hütte zu spielen. Ja. Ja, also klar, ich meine auch, das pusht natürlich und so weiter und er kann sich dann auch nochmal zeigen. Und wer weiß, ne, vielleicht gehört er dann irgendwie zu den Helden, die uns endlich mal nach 10 Jahren wieder hochbringen. Ja. Ja. Genau, also da erwarte ich mir sehr, sehr viel von ihm. Definitiv. Glaubst du, dass er gesetzt ist bei uns? Ja, ich glaube, er ist einer der Gesetzten. Ich glaube, er ist auch wirklich also so der verlängerte Arm, meiner Meinung nach wird er. Also in der Position zentrales Mittelfeld eher so der Ersatz für Hüseyin Basic. Ich glaube, du kannst dies ja nicht so von einem Ersatz sprechen, weil wir ein anderes System spielen werden, denke ich mal. Ich denke, ich glaube, dass wir wirklich richtig offensiv spielen. Mit ja, so einem 4-3-3 und er so den Zurückgezogenen hat, ja. Dann eher, ich weiß nicht, Hüseyin Basic und Dennis war ja auch immer mehr so Freestyle, ja. Wenn ich im zentralen Mittelfeld gespielt habe. Ich würde sagen, wenn du jetzt Hüseyin Basic und Okumbova zusammen hast spielen sehen, dann so die Position, wo Okumbova so diesen Sechser eher, hätte ich jetzt gesagt. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube schon, dass er sein Spiel auch an sich reißen kann und Struktur ins Spiel bringt. Ich glaube, das ist so seine Aufgabe, ja. Und hat einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Alle haben einen sympathischen Eindruck gemacht, aber ja, das ist schon cool. Ja, das die nächste Personalie, unser Derflinger Christian. Aus Linz. Du hast ja mal in Linz gearbeitet, oder? War da nicht was? Ja, ich habe in Linz gearbeitet, ja, klar. Ja. Aber der war ja nicht lange in Linz, der ist ja quasi Linse, aber der ist ja dann bei LASK in der Jugend gewesen und dann auch ASAP, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie alt wird er dann gewesen sein? Ich guck gerade mal. 6 Jahre, ist gar nicht so wenig. Nee, ja klar, aber ich meine, der hat halt die Jugend bei LASK gespielt. Mhm. Achso, dann ist er zum Bayern. Dann ist er der ist ja 2009 und schon zu den Bayern. Das heißt, er war 15 Jahre alt, da hat er schon die Heimat verlassen. Ja, und guck mal, 15 Jahre alt 2008, da war das ja mit Ablösen auch noch nicht so krass. 15 Jahre alt 2008, 280.000 Euro Ablöse.
Zweimal 80.000 Euro. Das krass, mal. Oder? Das ist krass. Ja, ja. Das ist echt krass. Und ich kann mir schon vorstellen, ich habe ein Interview von ihm gefunden vom Jahr 2009, dass er, wie haben sie ihn genannt? Zu einer damaligen Zeit einen großen Bayern-Spieler. Das wird der beste österreichische Spieler aller Zeiten werden. Irgendwie sowas haben sie gesagt oder keine Ahnung. Also Potenzial scheint da zu sein. Hat dann leider... Ja, man muss sagen, da ist er ja auf einem guten Weg. Da hat er sich einen richtigen Verein ausgesucht, ja, um genau diesem Ziel weiter zu streben. Ganz genau, ja. Nochmal was willst du denn bei Bayern, ja, in der Jugend, Alter, wenn du bei der Kickers spielen kannst? Nicht in der Jugend. Ja. Nicht in der Jugend, ja. Nothing also wie gesagt, ausgebildet bei Bayern München, ja. In der Jugend, U17, U19, dann halt wirklich zu den U23ern, also Bayern Amateure hat er alles durchgemacht, ist dann später, hat dann hier und da halt gewechselt, war auch mal wieder zwischendurch in Österreich und dann die Erfahrung gesammelt, ich glaube in der Regionalliga West, wenn mich das nicht alles täuscht. Viktoria Köln, Rödinghausen, später jetzt zur Altklinike gegangen. Da habe ich ihn dann anscheinend auch wohl spielen sehen, weil ich letztens mal Altklinike mir angeschaut habe. Ist direkt aufgefallen. Jetzt kommt er von Altklinike. Ja, das war dein Tipp. Ich hab da gesessen und habe gesehen, okay, hier, ich brauche das Bier gar nicht weiter trinken, ich muss nur den beobachten. Habe dann den Tipp gegeben nach Offenbach, dann ist es ja hier, weißt du? Ja. Das ist ganz einfach. Ich finde es gut, wie du dich auch immer einbringst. Chef-Scout, ja, wenn ich als Chef-Scout da unterwegs bin, da lasse ich auch mal das Bier stehen. Das ist... Ich finde es gut, wie aufopferungsvoll du auch für die Kickers arbeitest. Immer. Das ist gut. Ja. Das gefällt mir. Überleg mal. Ja, super. In dem Sinne... Alles für den Dackel, alles für den Club, ne? Bitte? Alles für den Dackel, alles für den Club. Ja, ist so. Ist doch so. Auf jeden Fall, wie gesagt, der ist aber auch schon ein bisschen... Also der ist eigentlich im besten Fußballeralter, 28 Jahre alt. Ja. Und spielt eher außen oder halt offensives Mittelfeld. Ne? Also schon eher auch wieder so ein offensiver. Und geile Quoten, ne? 26 Spiele, 10 Tore, 10 Vorlagen. Also das absolut. Musst du auch mal in der Regionalliga Nordost schaffen. Man ist ja immer so ein bisschen verpönt bei uns. Ich will immer daran erinnern, gegen wen wir verloren haben in der Relegation. Ja. Wo, in welcher Liga die gespielt haben. Aber Regionalliga Nordost musst du auch erstmal 10 Tore und 10 Vorlagen schießen, ja? Machen. Ich finde vor allem, es ist ganz wichtig zu betonen, dass er halt jetzt nicht beim BFC Dynamo gespielt hat oder irgendeinem Verein, der da wirklich oben Vollgas gegeben hat und um Aufstieg gespielt hat, ne? Sondern halt trotzdem diese Leistung gebracht hat. Hier, ich kann natürlich nicht mehr sagen, also außer die Zahlen jetzt hier zu lesen und es macht einfach Spaß. Also ich hoffe, dass er uns genauso viel Spaß bereitet und ja, vielleicht sieht man sich auch mal links, mal gucken. Ja, wäre cool. Wen hast du als... Er war ein cooler Typ. Ja? Ja, nee, fand ich auch lumpenrein im Interview rübergekommen. Super. Richtig angenehm. Genau, richtig angenehm. Ja. Genau. Dann, den haben wir ja schon letztes Mal angekündigt, Semir Saric. Yes. Wuppertaler SV hat den abgegeben. Also sprich, Peter Neururer hat uns den Transfer ermöglicht. Hast auch wieder du eingefädelt wahrscheinlich, hä? Ist einfach vernetzt bis oben hin. Wahnsinn. Ja, ist auch noch gar nicht so alt, 24 Jahre. Auch wieder krasse Quoten. 7 Tore, 10 Vorlagen. Und das in der Regionalliga West, die ja vielleicht sogar noch besser als Regionalliga Südwest ist. Und Wuppertaler SV waren die oben dabei. Ich mag schon, mein schon, aber eben nicht zu den Top-Mannschaften gespielt. Also oberes Drittel, meine ich jetzt. Musste auch erstmal schaffen. Den hat es wehgetan tatsächlich, wenn ich so ein bisschen gelesen habe, dass er gegangen ist. Ja, ich glaube, da haben wir einen guten... kommen. Ich kann mir vorstellen, das ist eher so der kreative Part, der uns dann wirklich dahin bringen soll, dass so diese Box, klassischer Boxspieler so zwischen Zentrum und offensivem Mittelfeld, denke ich, zur Not auch mal auf die Außen stellen kannst, wenn es da mal eng werden sollte. Absolut. Finde ich super. Der ist erstmal freundlich ausgebuht worden zum Trainingsstart, als er erwähnt hat, dass sein Vater Co-Trainer bei den Waldhöfern ist. Ah, ja. Ja, er hat erstmal gemerkt. Ja. Fand ich aber geil, wie er reagiert hat. Hat gesagt, deswegen spiele ich ja nicht da, sondern hier. Das fand ich gut. Ja. Ja, meine Güte. Aber ich meine, er ist auch ein super Offensivmann. Ja. Das, was die Daten halt hergeben, wie gesagt, 35 Spiele letztes Jahr gemacht. 7 Buden geschossen, 10 Vorlagen. Hier. Nee, ich bin auch. Quoten sprechen für ihn, ne? Erwarte ich mir viel, ja. Jetzt kein Druck. Also. Aber ich erwarte mir viel. Der nächste
der nächste Offensive. Ja. Ja? Also ich meine, wir haben jetzt der Flinge Christian gehabt, wir haben den Björn Jopek, wir haben Lemmer und jetzt Semir Saric. Da habe ich jetzt schon meinen Finger in vier. Genau. Vier Offensivkräfte so gesehen. Ja. Wen hast du als nächstes? Und genau, als nächstes habe ich Julian Albrecht. Den habe ich jetzt auch, ja. Und was spielt er für eine Position? Der ist im, ja, also eher defensives Mittelfeld, würde ich ihn einordnen. Okay. Also ja. Oder ist er offensiv? Er ist Zentrum. Er ist eher so zentral-defensiv, oder? Ja, ja. So zentral, ja, genau. Genau, kam von Hertha BSC, wo er auch die Jugend durchlebt hat, kam ursprünglich von Hansa Rostock, ist ja dann die U17, U19 und so weiter von der Hertha. Stimmt. Und hatte dann auch zwischenzeitlich mal einen ziemlich attraktiven Marktwert und ist dann Hertha Amateure und jetzt zu uns gewechselt. 20 Jahre jung, also hat noch alles vor sich. Ja. Ich hoffe, dass der OFC das Sprungbrett für eine ruhmreiche Karriere sein wird. Aber auch hier muss man sagen, defensives Mittelfeld, also 6 Buden geschossen, ja, also. 2 Vorlagen gegeben, ganz genau. Ja. Und scheinbar im Bundesliga-Kader. Also er war ja vor allem auch im Bundesliga-Kader dabei und ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, also er hat einmal im Kader gegen Leipzig gewesen, die Hertha sich gerade 6-1 verloren, hätten sie mal eingewechselt, dann wäre das vielleicht nicht so ausgegangen. Aber ich meine, er hat auch, ist auch mit denen ins Trainingslager oder so geflogen oder hat da mittrainiert, ja. Und also wie gesagt, vor allem da muss wichtig, man auch einfach wichtig auch mal einen für U23 für die Regeln, ne? Ja, ja, ja. Muss auch immer beachten, ja, bei den Verpflichtungen. Genau. Und, ja. Ich hoffe, wir haben hier ein Juwel gefunden. Das wäre natürlich uns auch zu wünschen. Aber ja, eher defensiv, also jetzt haben wir wieder einen defensiven, jetzt das zentrale Mittelfeld. Ja, ne? Also einen, der nach hinten auch arbeitet, nicht nur nach vorne, nachdem wir jetzt die 4 anderen vorgestellt haben. Der nächste auf der Liste, und da geht es jetzt wieder in Richtung Offensive, kann man ja sagen, ist von unserem Mitkonkurrenten aus Mainz, Dominik Wanger. Und hier haben die Kickers endlich mal auf mich gehört. Der hat nämlich letztes Jahr, als er gegen uns gespielt hat, war das der komplett rechts an allen vorbeigerannt ist, bis an die Grundlinie. Und das Tor gemacht hat. Und ich nur gedacht habe, ich laut ausgesprochen habe, den müssen wir nächstes Jahr holen. Gesagt, getan, alles super gemacht. Ja, nee, also wie gesagt, der ist mir sehr, sehr gut in Erinnerung gewesen. Wegen genau dieser Sache. Wegen dieser Vorlage gegen uns. Und ja, ich bin... Och, er hat letztes Jahr genau eine Vorlage gemacht. Sehe ich gerade. Ja, das ist ja scheißegal. 6 Buden, Alter. Ja, nee, ich meine ja nur, er hat eine Vorlage gemacht. Eine gegen uns. Ja, ja, und das war genau dieses Ding, was mir im Kopf geblieben ist. Und das ist wirklich gut. Ja, nee, muss ja nur wirbeln und Räume aufmachen. Und dann passt das Ganze. Ja, nee, da erwarte ich mir auch viel von. Hat, glaube ich, nicht mit Lukas Hermes zusammengespielt, weil er jetzt nur ein Jahr da war. Letztes Jahr der Hermes zu uns gekommen. Aber zweiter Mainz. Und wenn er sich so entwickelt wie der Lukas Hermes, dann können wir da, glaube ich, sehr froh sein, dass wir ihn bekommen haben, ja. Da wird es natürlich interessant, mal zu sehen, wie dann da die Aufstellung aussehen wird, weil Rafael Garcia ist ja auch noch da. Ja, den vergisst man immer mal. Ja, ja, genau. Und wie gesagt, Dominik Wanner und so, das wird schön. Bin mal gespannt, wie wieder der Trainer aufstellt. Und vor allem, wenn du dir die Aufstellung jetzt vom Testspiel anguckst, die erste, ja, da hast du ohne einen Außen gespielt, da hast du im Prinzip alle 3 Stürmer aufgeboten gehabt, die wir hatten, mit dem Tor des Knöll, zu dem wir gleich noch kommen, zum Bosic und mit dem Hosi. Ja. Ja. Da ist schon Mots Carraro vorne drin, ja. Genau. Dann haben wir von unserem Mitkonkurrenten. Hast du noch ein Wort zu verlieren über Dominik Wanner? Nö. Dann haben wir von unserem Mitkonkurrenten, von unserem Wettbewerb in der Regionalliga Südwest, Shako Onangolo. Jetzt springen wir auf die andere Seite und ist jetzt die Frage eher wieder offensiv, kann aber auch theoretisch defensiv, also sprich ein Außenspieler, eher rechts zu sehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Er hat ja, glaube ich, gesagt im Interview, er kann überall spielen, ne? Ja, hat er auch gelesen, er hat einfach nur Bock. Hat auch für die Mainzer gespielt früher. Ich sehe gerade auf, das ist cool, da steht der Originalname im Herkunftsland auf transfermarkt.de, sein offizieller Name ist Shako Estras Onangolo W. Okotazombo. das ist cool, das würde ich mir gerne als Trikot hinten drauf holen. Ja, dann ab in Fanjob und
Ja, buchstabieren, mein Freund. Buchstabieren. wo, so wie ich es verstanden habe, ist als Verteidiger geholt worden, hat Bock auf die Kickers, Homburg wollte mit ihm verlängern, hat sich dagegen entschieden und ist zu uns gekommen. Ich bin gespannt. Und von dem erwarte ich mir auch sehr viel. Der hat mir sehr gut gefallen im Training im ersten. Ja, was willst du sagen? Aber das ist doch jetzt die Frage. Ich meine, wir haben auf der rechten Seite Milde und natürlich Iron Mike Vetter. Ja. Es wird so ausgehen wie immer. Mike Vetter spielt die ersten 4 Spieltage nicht und dann durch. Wie bei jedem Trainer. Ey gut, ohne Mike Vetter steigen wir halt auf, das wissen wir ja alle. Und deswegen muss der spielen. Also ich meine, welche Möglichkeiten hat er ja, der junge Kerl? Ja. Also dann vielleicht doch eher noch in der Offensive, nachdem wie sich das natürlich da entwickelt mit den vielen Spielen, die wir haben. Ein Paul Milde kann aber auch Linksverteidiger spielen. Ja? Also ich glaube, dieses Jahr hat keiner einen Stammplatz. Aber da haben wir ja noch einen Ronny Marcos. Absolut, absolut. Es wird spannend, es wird richtig spannend. Also da ist Mordsqualität im Kader, also richtig, richtig krass. Ja. Ohne Scheiß, gell? Also wenn man jetzt so drüber nachdenkt, hier... Also, knallt schon, ja. Schlecht ist das. Also nochmal, es ist ja alles nur auf dem Papier, ne? Ja, natürlich. Aber du hast ja auch noch einen umgeschulten jetzt Innenverteidiger, der eigentlich auch als Außenverteidiger mal ursprünglich geholt ist mit Breitenbach, ja. Also ist schon Feuer drin, keine Frage. Genau. Ja, und dann der Abschlusszugang. Hat sogar mal ultimative Knall. 1 Million Marktwert gehabt zwischenzeitlich. 1 Million hat er immer zwischenzeitlich gehabt. Das ist ein Drittel von unserem kompletten Marktwert, den wir jetzt zurzeit haben. Törles, das ist ein Viertel von unserem Budget im Podcast. Yeah. Ungefähr. Ich weiß, jetzt kriege ich da auch mal was von ab. Gut, der jammert da vorhin hier pro Abonnenten. Jetzt kommt alles raus. Ich habe nicht gejammert. Die Leute fragen mich, wo können wir hinüberweisen? Ja, so, genau. Dann sage ich immer an die Kickers. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt, macht ihr einfach so dick Abo. Dick Abo. Ist das? Das ist nicht jammern. Ja, ja. Jetzt sind immer noch ein Marktwert von 325.000. Törles Knöll, ja? Du kanntest ihn. Habe ich schon groß angekündigt, ne? Und wenn das mal passiert, das ist seit, wie gesagt, Matthias Fetsch unter Rückholaktion von Serkan Ferhat nicht mehr passiert. Genau, richtig. Also es passiert tatsächlich sehr selten, dass ich Spieler kenne, aber hier an dieser Stelle kannte ich ihn natürlich. Was heißt natürlich? An dieser Stelle kannte ich ihn aber auch. Schon das ein oder andere Mal über ihn gestolpert oder gesprochen oder ähnliches in meinem freundesbekannten erweiterten Fußballkennerkreis. Und habe ich tatsächlich wirklich sehr, sehr gefreut. Das war ja auch noch so eine Überraschung, ne? Also wir wussten natürlich nicht, wer da kommt und dann wurde das bei einem offenen Training angekündigt. Ganz genau. Es haben ja ganz viele mit diesem Innenverteidiger von Lautern gerechnet. Gedacht, oh, das wäre ein Knaller, ja. Ich habe den Namen wieder vergessen. Auf jeden Fall irgendein Innenverteidiger im Gespräch. Und dann kam der Törles Knöll raus. Und ich dachte mir, hui, krass. Krass. Und auch wieder ein junger, hungriger Typ. Und jetzt kommt das Lustige, dass wir damals immer so auf geschaut haben. Ich kann mich noch an die letzten Male erinnern, wo wir so Koryphäen wie, wer war das? Andi Schala und Hartmann und so weiter genau geholt haben. Boah, die haben erste Liga-Erfahrung, bla bla. Und jetzt hat der Schasch gesagt, Alter, wir brauchen Leute, die nicht irgendwie satt sind, sondern junge Leute, die hungrig sind. Die nicht das alles schon mal oben gesehen haben, sondern wirklich da hoch wollen. Ja. Ja. Genauso, also Zitat, ne? Also genauso hat er es gesagt, wie ich es gerade gesagt habe. Ja. Hast du toll wiedergegeben. Ja, ja. Also 1:1. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich dabei. Dementsprechend Bombenoffensive, aber es fehlt halt hinne irgendwie dieser Ersatz für Malte Karpstein. Ja, genau. Aber da ist ja auch jemand jetzt im Probetraining schon dabei, der ja auch einen guten Eindruck gemacht hat scheinbar. Wir haben ja dann hier noch einen Torwart, ist ja jetzt dem Engel, heißt er, glaube ich. Ist ja auch ein Vertragsangebot gemacht worden, so wie ich es verstanden habe, wird auch der Tramontana verpflichtet, was ich geil finde. Nach seinem letzten Spiel, wie er gesagt hat, das war der schönste Tag seines Lebens, als er das Spiel hat machen dürfen. Seitdem hat er bei mir einen Stein im Brett. Und wie gesagt, der Engel dann. Aber ich denke nach wie vor, oder glaubst du, dass unser Torwart gesetzt ist? Unsere jetzige Nummer 1? Ich habe jetzt gerade mein erstes Glas Äppler Cola hinter mir und ich sage, nee. Okay. Also ganz ehrlich, ich meine, du hast ja diese Emotionen und so weiter beim Richter ja gesehen, ja, und du
hast das Gefühl gehabt, wie der sich auch gefreut hat über diesen Titel und wie der dahinne. Der ist ja ein super Kerl. Also er macht ja, der ist ja leidenschaftlich und so weiter. Aber nochmal, ne? Also ich glaube, das wird ordentlicher Kampf dahinne. Ja. Also ich glaube am Anfang, also Richter hat schon ganz klar die Nase vorne. Das macht er ja auch zu, ich sage jetzt einfach mal 90%, aber ich glaube nicht, dass es so festgesetzt ist. Ja, ja. Ich bin, ist dann jetzt auch die Frage, was mit Engel passiert? Ja, also dann haben wir wieder drei, ne? Mhm. Dann haben wir Tramontana, gut, brauchen wir nicht drüber reden, dass er jetzt eher den dritten Platz von den dreien belegt, aber wir haben halt natürlich dann eben den Engel, den kenne ich halt gar nicht, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Wenn der halt so ein Fliegenfänger ist, ey, dann brauchen wir nicht drüber diskutieren, ist David Richter die Nummer 1. So. Mhm. Ich würde es ihm auch gönnen, weil es einfach diese so leidenschaftliche Menschen, die dann wirklich vielleicht nochmal das letzte Quäntchen rausholen am Ende, ja, so Leute mag ich halt, das weiß ja inzwischen jeder hier. Und ja, brauchen wir darüber diskutieren. Ich gönn's doch allen. Ach, ja, ihr. Ja. Hauptsache, wir kommen. Ich gönn's doch alle, dass ihr glücklich seid. Am meisten gönn's es dir, ja. Jakob Zitzelsberger ist der Innenverteidiger, der noch mitgetestet wird. Zitzelsberger, was? Ja, genau der. Der spielt jetzt Innenverteidiger, Marco. Wusstest du es nicht? Ja. Und David Tomic trainiert irgendwie noch mit. Aber das, genau. Aber er ist scheinbar einfach nur, weil er aus der Region kommt. Eigentlich ist ja die Offensive abgeschlossen, aber man will ihn jetzt nicht unbedingt verpflichten. Genau. Maximilian Engel, Vertrag bekommen. Jakob Zitzelsberger überlegt man. Und dann schauen wir mal, was das alles ist. So, und jetzt mal eine Frage an dich. Wie zufrieden bist du mit der Transferausbeute bisher? Wie jedes Jahr. Absolut begeistert. Wer soll uns jetzt noch aufhalten? Ja, keine Ahnung. Ich habe die doch an. Ich gebe mein Urteil nach 15 Spieltagen ab. Ich gebe das auch nicht nach. Ich weiß ganz genau, entweder wir, egal wie es ausgeht, der erste Spieltag, entweder wir verlieren das erste Spiel, was übrigens in Worms ist, haben wir jetzt, Spielplan ist ja draußen. Man weiß noch nicht, ob Freitag oder Samstag oder Sonntag. Egal wie dieses Spiel ausgehen wird. Wenn wir verlieren werden, werde ich sagen, ich gebe kein Urteil zu ab. Wenn wir die an die Wand spielen mit einem ultra geilen Pressing, gebe ich auch kein Urteil zu ab. Ich kann mich noch sehr gut an diese Wolfsaison mit Olvi Ocean am ersten Spieltag gegen Saarbrücken erinnern. Da haben wir 2-0 daheim gewonnen. Das war das Drittliga-Auftaktspiel. Wir haben die Saarbrücker an die Wand gespielt und ich habe gedacht, wenn wir so spielen, machen wir einen Durchmarsch in die erste Liga, ja? Deswegen halte ich. Hätten wir ja auch gemacht, wenn wir im Rückspiel in Saarbrücken nicht diese behinderte rote Karte gekriegt hätten. An die kann sich auch jeder erinnern. Und jetzt kriegt Ocean noch rot. nein. Das Kissen auf jeden Fall richtig gut. Ja. Katastrophe. Ja, ich weiß. Frechheit. Ja, ist so. Aber wir haben trotzdem zwischenzeitlich richtig scheiße gespielt damals. Ja. Und deswegen, es geht darum, konstant gut zu bleiben. Ja. Und vor allem dieses Tempo, was der Alexander Schmidt ja auch ankündigt, das musst du ja auch erstmal über eine Saison halten können, ja. Das heißt auch nichts, dass wenn du die ersten 10 Spiele so spielst, dass du die restlichen 28 auch so spielen kannst, ja. Deswegen, nur die Ruhe bewahren, gut arbeiten. Ich fand es so schön, dass er gesagt hat, wir müssen in den talentfreien Attributen müssen wir besser sein als die anderen. Talentfrei ist ein schönes Wort. Damit hat er die Kondition und so gemeint, ja, und die Schnelligkeit und die mentale Fitness und so. Und ja, und wenn wir das sind, dann rechne ich mir auf dem Papier sehr gute Chancen aus. Ich denke, wenn wir befreit sind von Verletzungen, Corona und was es sonst noch alles bis dahin gibt, Affenpocken, was weiß ich, dann könnte das eine gute Saison werden. Aber ich bin positiv gestimmt, sagen wir es mal so. Wie sieht es denn bei dir aus? Denkst du, wir machen einen Durchmarsch direkt? Oder werden wir vielleicht noch ein Spiel mal unentschieden spielen? Also unentschieden wäre ja schon eine absolute Frechheit, ja. Muss man ja einfach sagen, nee, also mal im Ernst. Wenn du dir die Liga mal anguckst, was da gerade so auch so passiert, ich meine, man beobachtet ja auch so diese Entwicklung. Alle, die was auf dem Kasten haben, sind hier inzwischen fort. So, Waldorf, ja, Saarbrücken und so weiter, Elversberg jetzt so. Wer ist jetzt noch da? Ist es vor Ulm? Da rumort es halt auch hinter den Kulissen bei denen, unglaubliche Unruhe, haben jetzt auch mehr oder weniger einen Komplettumbruch, auch geile Spieler geholt, ja, also ich sag nur Bastian Allgeier oder halt auch Phil Harris aus Dresden, also ein super Typ, ja. Wer? Phil Collins? Ja, Phil Collins spielt jetzt bei Ulm. Schlagzeug spielt der. Ich glaube,
Ich glaube halt wirklich, dass die den ein oder anderen Guten auch noch geholt haben. Wie gesagt, am Ende wird sich natürlich entscheiden, wie findet sich die Mannschaft, ja. Ich glaube inzwischen, dass es viel wichtiger ist, nicht irgendwie diese großen Namen zu haben und die halt irgendwie tolle Statistiken haben, sondern eben dieses eingeschworene Team zu haben, und da wird sich dann die Spreu vom Weizen trennen. Ich glaube, von der Qualität, jetzt nur mal wieder aufs Papier geschaut, natürlich Steinbach ist immer mitzurechnen, aber ja. Vergessen wir die Homburger auch nicht, ja. Ja, auch hier wieder die Frage, inwieweit. Dann weiß man nie, was mit diesen ganzen, mit so den zweiten Mannschaften passieren wird, ne? Stuttgart, Hoffenheim, Mainz, wie sie nicht alle heißen, was da halt passiert, was da aus der Jugend halt hochkommt und wie hungrig die sein werden und was für Talente dabei sind, das kannst du ja nie vorher sagen. Ja. Aber abgesehen davon, ich glaube, dass wir dieses Jahr ganz gute Chancen haben. Und es ist zum ersten Mal vollbracht. Wir haben ein ganz klares Ziel vor Augen. Es ist ausgesprochen worden. Und das mehrmals. Wir wollen auf. Ja, und das mehrmals. Ich glaube, das haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Es ist immer so, wir wollen eine gute Saison spielen, wollen oben dabei sein. Aber dieses Jahr ganz klares Ziel, wir wollen aufsteigen, ja. Und jetzt ist nämlich die Frage, weil wenn man jetzt wahrscheinlich in die anderen Podcasts von uns zurückgeht, habe ich irgendwann mal gesagt, es ist gut, dass man es nicht direkt anspricht. Aber jetzt sage ich natürlich, endlich wird es einfach mal genauso angesprochen. Das ist doch die ganze unser, ich meine, da gibt es doch diese komischen Psychotricks. Willst du irgendwas erreichen, keine Ahnung, irgendwo mal einen dicken Lamborghini fahren, dann druck dir den auf ein Blatt Papier aus, häng den an die Wand und guckst dir jeden Tag an, wofür du das alles machst, so. Und genauso müsstest du doch einfach mal hier aufstieß, überall an jede scheiß Tür in Offenbach schreiben. Das ist der Grund, warum wir da rausgehen, ja. Und deswegen eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, yeah, am Ende werden wir es sehen. Nächstes Jahr um die Zeit sind wir schlauer. Nächstes Jahr um die Zeit sind wir dritte Liga, wisst ihr? Schauen wir mal, dann sehen wir schon, sagt der Beckenbauer. Ja? Ich habe dieses Jahr ein gutes Gefühl, verdammt nochmal, lass mich jetzt schon wieder hier hängen und mich wieder niedermachen. Ich habe genug gelitten die letzten Jahre. Ah, nur du. Alter, ich habe die besten Jahre meines Lebens irgendwo in der Regionalliga. Weißt du, wenn ich jetzt irgendwie so ein 60-jähriger Dolles wäre, ja. Ich habe meine kompletten 20er in der scheiß Regionalliga verbracht. Was soll ich denn sagen? Du hast ja wenigstens Anfang 20 noch Drittliga gehabt. Du konntest ja wenigstens nach Rostock fahren, weißt du? Ich bin auf irgendwelche Felder nach scheiß Spielberg gefahren, habe mich gefragt, wo der scheiß Parkplatz ist. Hab in scheiß Groß-Asbach auf dem Feld geparkt. Also, ja, mein Gott. Scheiße. Bitte. Aber dieses Jahr Dinge. Ich werd nächstes Jahr 29. Ich will einfach nochmal bevor ich 30 werde, in der dritten Liga sein. Das wäre wirklich schön. Das wäre wirklich, wirklich, wirklich schön. Das wäre mein Ziel. Ja. Viele Optionen haben wir also nicht, als dieses Jahr aufzusteigen. Ja, es geht nicht anders. Scheiße. Also ich sag mal so, ich bin froh, dass wir dieses Jahr nicht hochgekommen sind, weil ich hatte dieses Jahr eh wenig Zeit, irgendwie so weit auswärts zu fahren. Aber nächstes Jahr dann kommt dann die Scheidung und dann. Ah ja, ich sage hier, ey, wenn wir hochkommen, muss ich ja auswärts fahren. Ich weiß, also, dass meine Frau davon nicht so begeistert sein wird. Das ist jetzt schon eingeplant quasi, ja. Ja, hier, meine Güte, die Hälfte des Geldes schon zur Seite geschafft, mein Freund. Nein, natürlich nicht. Auch meine Frau hört ab und zu mal hier rein und das wollen wir natürlich nicht sagen. Aber wir wollen endlich alle mal wieder nach, was weiß ich wohin, ja? In den Norden, irgendwie in den Hamburger Raum, in den Osten, in den Süden. In den Süden will eigentlich keiner mehr, waren wir jetzt genug, aber halt in den Norden, in den Westen und in den Osten. Da wollen wir einfach mal wieder fahren. Und vor allem, und das ist so krass, habe ich letztens so drüber nachgedacht, einfach mal wieder morgens um 5 Uhr aufstehen müssen oder sowas, ja, um halt zum Aufsatzspiel zu. Und dann irgendwo ein Zug und dann morgens um 7 der erste Shoppe in den Kopf. Alter, lange nicht mehr gehabt, dieses Gefühl. Ey. Ja, ist wirklich so. Ist wirklich so. Ich meine, das könnt ihr jetzt auch machen. Ja? Bis halt noch fünf Stunden zu früh im Stadion. Ja. Also, gehst ja vorher noch in die Kneipe. Ja. Ja, gut, dann kommst du auch nicht mehr raus. Ja, Option hat man schon. Aber ja, darauf habe ich halt schon mal wieder Lust, wie wir alle. Und dann hoffen wir mal, dass es dieses Jahr klappt. Sind wir guter Dinge, ja. Ich bin guter Dinge, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ja. Und man muss ja auch dazu sagen, wir sind nicht die Einzige, die gute Dinge sind. Wir haben jetzt schon 2600 Dauerkarten verkauft. Muss immer geben. Der Verein ist seit 10 Jahren in der Regionalliga und wir verkaufen so schnell so viel Dauerkarten wie noch nie. Ja. Hä? Wir haben in 10 Tagen 2000 verkauft, gell? Ja, irgendwie sowas. Oder ja. Und rate mal, wer seine noch nicht hat. Naja. Das ist aber auch so verhext. Ich habe endlich am Samstag mal Zeit gehabt. Dann habe ich mir gedacht, komm, fährst erstmal nach Offenbach, bisschen früher. Wollte dann noch beim Freckel vorbei, im Fanmuseum, bisschen Schwätzchenhalle. So, fahre ins Stadion und dann komme mir
kleine Kinder völligst in Matsch gebadet entgegen, wo ich mir gedacht habe, herzlich willkommen in Offenbach, was ist der Halos? Und da war dann aber irgendwie so eine Jugend-Challenge, wo die Leute dann irgendwie so ein Parcours machen müssen und keine Ahnung, direkt bei uns natürlich vorm Stadion und da konnte man halt auch nicht wirklich parken. Es war eine Vollkatastrophe, weil ihre ganzen Eltern mit ihren SUVs natürlich und ihren Cabrios, kein Witz, war nur SUVs und Cabrios übrigens, also von wegen hier Offenbach sozial schwach. Wie gesagt, die ganzen Eltern ihre Kinder dahin gefahren haben und dann habe ich dann gesagt, komm, bevor ich mich hier wegquäle, gehe ich lieber zum Fregel und schwätze dumm Zeug. Ja, also muss ich die Dauerkarte bestellen wieder, ja? Ich muss gucken, wie ich es mache. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich vielleicht nochmal Nuff komme jetzt irgendwie, aber so wie es aussieht, werde ich die bestellen. Ich muss nochmal einen Schluck trinken. Und dann kommen wir leider zu einem nicht so schönen Thema. Denn in der ganzen Freude, in dem ganzen Spaß, den wir hier haben, haben uns dann kurz nach unserem Podcast natürlich die Neuigkeiten erreicht, dass ein Offenbacher Original leider von uns gegangen ist. Also wieder einer mehr für die für den Fanclub da oben, der über uns wacht. Und zwar kein geringer als Adi Wehne. Richtig Offenbacher Original, gell? Ja, ja. Fand's auch, Woran denkst du zuerst, wenn du Adi Wehne hörst? Keine Frage, ja. Keine Frage. An die Doku. Aber an nichts anderes, ja. Also an die Doku, gell? An die Doku. Ich glaube, genau. Allseits bekannt, diese Doku. Aus den 1998, genau. 97, sowas. 97. Genau. Wo er im Taxi, 97. Taxi mit dem Dings rumfährt, ja. Absolut. Genau, und das ist die Doku. Also falls ihr die noch nicht kennt, an die Jüngeren unter euch oder die Unwissenden, einfach mal bei YouTube eingeben. Leidenschaft Kick Randale, das ist eine Doku über den OFC in den 90ern, also genauer gesagt vom Highest, die Doku von 1997. Dort findet man Adi Wehne und da wollen wir vielleicht einfach mal reinhören, was er uns eigentlich noch so dagelassen hat. Nebst natürlich ganz viel Engagement. Dadurch die Kickerspieler schon immer volksnah waren, dadurch entsteht ein Wir-Gefühl. Das heißt, wir alle wollen es packen. Wir alle sind stolz auf die Kickers, auf die Stadt Offenbach. Und das überträgt sich. Das, man kann das nicht beschreiben, das ist halt immer so. Und aus dem Grund wird manches Spiel umgeboren über Kampf. Und noch einmal Kampf und noch einmal Kampf. Und da kämpfen die Zuschauer mit ihrem Gekröll und mit ihrem Geschrei nach vorne genauso mit wie die Kickerspieler, die sich die Lunge aus dem Hals rennen. Und das ist das, was wir uns einfach mal auf die Fahnen schreiben sollen, gell? Ich finde, das sollte vor jedem Spiel jedes Mal einmal, bevor die Spieler aus dem Tunnel rauslaufen, gespielt werden. Ich habe gerade richtig Gänsehaut, ja. Ich habe gerade richtig Gänsehaut, oh. Ja, und genau das beschreibt es, also, ja. Genau das beschreibt es. Genau, so sieht's aus. Der hat es einfach mit den treffenden Worten beschrieben. Das ist alles, was wir haben. Kickers Offenbach. Adi Wehne wurde 79 Jahre alt und ist am 15. Juni verstorben. War quasi auch langjähriges Mitglied und immer Unterstützer, wenn es irgendwas zu unterstützen gibt. Wenn der OFC mal wieder jemanden gebraucht hatte, war er da. Er hat ja dieses Unternehmen gehabt, Taxi Fledermaus. Und Kultstatus in dem Moment spätestens, als eben diese Doku rauskam. Und jetzt gehört er zu denen da oben. An dieser Stelle haben die Kickers gesagt, mach's gut, lieber rot-weißer Freund. Ja. Genau. Ja. Ruhe in Frieden. So. Und jetzt müssen wir wieder die ganze Emotion fangen und uns jetzt wieder irgendwie in Richtung, ja, ich habe ja gesagt, wir haben ja so eine krasse Überraschung. Jetzt kommt der Oberknaller. Wir haben ja, wie soll ich es ausdrücken? Wir haben ja schon mal so eine Situation gehabt in dem Podcast, wo ich gesagt habe, der Sebastian hat keinen blassen Dunst, was jetzt passiert. Und wir kommen jetzt wieder in diese Situation. Der Sebastian hat gar keine Ahnung, was jetzt gerade passiert. Und kurz nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben, habe ich mit Sebastian geschrieben, Alter, ich kann nicht mehr, ich weiß was du nicht wissen darfst und ich sag's dir nicht. Und das ist jetzt, keine Ahnung, 2-3 Wochen, wo ich an mich halten musste. Das ist länger her. Und ich weiß es gar nicht, wie lange es her ist. Es ist schon etwas her und ich muss wirklich sagen, es ist mir unglaublich schwer gefallen. Aber, es ist halt so, wie gesagt, Kickers Offenbach und natürlich zum Glück unser Podcast.
trägt ja ein Stück zu dieser Fankultur bei. Manche Leute hören es. Und der ein oder andere hat dann das Bedürfnis, uns mal ja, eine kleine Grußbotschaft zu senden. In diesem Moment drücke ich aufs Knöpfchen und sage viel Spaß. Hallo Marco, hallo Sebastian vom Kickers Offenbach Podcast, von den Kickers. Eieiei, lange her, aber werde ich nie vergessen. Einmal dieser Skandal, aber trotzdem, es war eine wunderschöne Zeit danach. Den Aufstieg, den wir gemacht haben, ohne Niederlage mit Kuno Klötzer durch die Regionalliga Süd plus Aufstiegsspiele. Aber das kann man nur schaffen, wenn man tolle Fans hat. Und die Kickers, die haben super Fans gehabt. Das Stadion war voll. Die waren ja besser als die Eintracht-Fans. Oder als wir die Eintracht geschlagen haben. 1-5 zu Hause. Wisst ihr das noch? Vergesst das ja nicht. Noch 6-0 gegen Bayern München. Oh mein Gott, war das Zeiten. Die Anfangszeit von Otto Rehhagel, der bei uns groß geworden ist. Ja? Oh, wir haben Spiele gemacht, die waren sensationell. Das Endspiel, mein Gott. FC Kölle. In Hannover, volles Elfmeter gehalten. Oh, leider sind einige von diesen Spielern schon gestorben, wie ich mitbekommen habe. Eigentlich, das ist sehr, sehr traurig. Aber das Leben geht weiter. Und nochmal, es war traumhaft. Erwin Kostede, Siki Held, Manni Ritschel, Bockhold, dann Weilbecher, Weider, Egon Schmidt. Ah, war eine schöne Zeit, wirklich. Und nach dem Endspiel, als wir dann durch Offenbach gefahren sind, im offenen Wagen, mein Gott, war das herrlich. Werde ich nie vergessen. Aber eins verstehe ich immer noch nicht. Warum ihr nicht aufsteigt? Warum klappt das nicht? Mit diesen Fans im Rücken müsst ihr viel mehr tun. Ich verstehe das nicht. Ich verfolge immer diese Vereine, die immer noch in der dritten Liga spielen und warum die ehemalige Bundesligamannschaften, ja? Das ist doch nicht möglich, ja. Alles Gute wünsche ich euch und grüß mir den Biberer Bash. Viel Glück. Und ich sag jetzt nicht, wer es war. Du guckst mich gerade ganz fragend an, weil diesbezüglich, ihr habt jetzt genau reingehört, ihr könnt natürlich jetzt immer wieder zurückspulen und Nummer hören, kommt unser Gewinnspiel zu Trage. Denn wir verlosen an dieser Stelle 2 Premium-Accounts von unserem Anbieter Football is my first love, also 2x ein Einjahres-Account, um die Premium-Inhalte von Football is my first love, hören zu können. Das heißt, solltet ihr wissen, wer uns diese wunderbare Sprachnachricht geschickt hat. Er hat ja ein paar Hinweise gegeben. Also man kann es ja schon mal so ein bisschen einordnen. Sebastian wird euch gleich ein paar Tipps geben, was er da noch mitgenommen hat aus dieser ganzen Nummer, was er gerade gehört hat. Er guckt mich gerade ganz fragend an. Also, wie gesagt, sendet uns eure Antwort. Entweder via Instagram oder via Facebook. Direktnachricht und ihr könnt gewinnen. Ein Jahresabo von Football Was My First Love, genau gesagt 2, also 2x ein Jahresabos, die wir an dieser Stelle verlosen, an den, der uns die richtige Antwort sagt, wer hat uns diese Sprachnachricht geschickt. Und jetzt bist du dran, Sebastian. Ich habe gerade ein riesen Grinsen in der Fresse, ja. Ich habe eine Idee, aber ich sag sie nicht. Also was haben wir jetzt mitgekriegt? Was hast du denn jetzt mitgenommen? Er kannte sich mit den Kickers ein bisschen aus. Er muss aber ja 1970 beim DFB-Pokalfinale dabei gewesen sein. Da kannte er die ganzen Leute. Mhm. Er macht jetzt keinen Uralteindruck. Das heißt, er wird zu den Jüngeren gehört haben. Und mehr sage ich nicht, weil ich liege wahrscheinlich richtig in dem Falle. Mhm. Und ich glaube, er ist auch ein bisschen außerhalb von Offenbach bekannter. Mhm. Ja, dann weiß ich es. Dann weiß ich es, glaube ich. Und ich habe es mir die ganze Zeit schon gedacht. Und Bobbenaktion, zumal es richtig lustig ist, weil ich letztens gefragt wurde, könnte er den nicht auch mal einen Podcast holen? Ja? Wenn es er denn ist, den ich im Kopf habe. Geile Nummer. Geile Nummer. Ich habe wieder voll Gänsehaut gehabt, ja. Er leckt mich am Arsch. Ich hab die Sprachnachricht gekriegt, ziemlich genau an dem Tag, wo unsere letzte Folge hochgeladen. Mhm. Und
Ich wollte es halt als Überraschung hier in dieser Folge machen. Mega. Und deswegen habe ich dich die ganze Zeit so drauf gedrängt, dass wir endlich eine neue Folge aufnehmen, weil ich einfach nicht mehr damit leben konnte. Ich habe hier gefeiert. Ich bin zu meiner Frau runtergelaufen und gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, was ich hier gerade bekommen habe. Und die so, hä, und jetzt? Ich so, Alter, ja. Das ist brutal. Und hier, ich habe es mir, glaube ich, inzwischen auch wieder 1000 Mal angehört. Natürlich, wir waren zu der Zeit noch nicht geboren. Wir haben sie, das war aber trotzdem einer der größten Erfolge. Der Skandal auch natürlich. Eine große Kickers-Figur, große Kickers-Figur, hat jahrelang mit Kickers was zu tun gehabt. Hat viel erlebt, also gerade bei den wichtigen Entscheidungen dabei gewesen. 1970 der Pokalsieg. Und wer es ist, das könnt ihr jetzt selbst herausfinden und wie gesagt, ein Premium-Abo von der App Football's My First Love gewinnen. Einfach eine Direktmessage an uns schreiben, entweder über Instagram oder über Facebook. Alles andere zählt leider nicht. Also die zwei Möglichkeiten geht. Krass. Boah, krass. Jetzt ist es endlich raus. Und du hast mich heute noch auf der Arbeit, hast noch gesagt, nee, ich sag dir nicht, weil du sagst mir auch nicht, was du ja, genau, ich hatte auch ein Geheimnis, was ich ihm nicht gesagt habe. Wir wollten damit ein bisschen locken. Krass. Krass, ne? Irgendwann wirst du, vor allem, ich habe die ganze Zeit nachgefragt, irgendwann willst du es erfahren. Ja, wann denn? Sagst du nicht. Alter, geh mir nicht auf den Sack. Ja, was soll ich, sag's doch einfach. Was soll ich denn machen? Weißt du, so dieses, mega. Das wäre halt nicht diese geile Nummer, ja. Wenn, wie gesagt, wenn ich es ja einfach so abends geschickt hätte, wäre es natürlich ja, nicht der, so geil. Hat das ist doch. Ja, hat er einfach aus dem Nix, oder was? Kam diese Sprachnachricht? Mehr oder weniger einfach aus dem Nix. Ja. Okay, krass. Siehst du mal, ja. Ne? Nach dem Rainer? Der Kalmund. Erste, der wollte gerade sagen, der Erste, der uns eine Sprachnachricht geschickt hat, war Rainer Kalmund. Der Zweite, das dürft ihr jetzt selbst herausfinden. Ja, wir sind noch präsent, aber, scheinbar, ja. Ja, also wir haben, ja. Das ist, also, wie gesagt, für mich war es halt brutal. Ich habe da echt gesessen wie so ein kleines Kind am Tannenbaum, ja. Das ist jetzt zwar halt ein Bild für die Götter. Ich laufe hier runter, ja, meine Kinder so, was ist denn mit dem nicht ganz sauber? Ja, oder? Hey, hör dir das mal an. Meine Frau wirklich komplett nüchtern, weil sie halt mit Kickers nichts zu tun hat. So dieses, so fucking what, ja. So, und jetzt? Alter! Und wieder hoch. Also, ja. Mega. Geil. Und auch wieder der Gruß an die Kickers-Fans da draußen, ne? Also, vergiss nicht, gegen wen wir 6-0 und 5-1 gewonnen haben. Und vergiss nicht, wo unsere Wurzeln liegen. Ich finde das immer so wichtig zu hören, dass unser Ruf uns vorauseilt und wir heute an dieser diese unglaubliche Aufgabe haben, diesen Ruf auch zu verteidigen oder gar zu bestätigen in Fußball-Deutschland, dass wir einfach ja was Besonderes sind. Und ja. Ich glaube, dass es weiterhin... Wir haben jetzt zweimal, guck mal, einmal vom Adi Wehner und jetzt von Person X... nenne ich sie mal, zwei geile Zusammenfassungen über die Kickers gehört, ja. Und ich glaube, das müssen wir einfach viel mehr verinnerlichen. Und ich weiß, wir sind alle ein bisschen sehr selbstkritisch, aber nochmal, wir spielen seit fucking 9 Saisons in dieser scheiß Regionalliga und verkaufen so viel Dauerkarten in so einer kurzen Zeit wie noch nie. Gib dir das mal, wie geil ist das denn? Alle haben Bock. Ja. Es wird. Jetzt habe ich Bock. Und ich gönn's vor allem, ganz geil. Ehrlich, ich gönn's vor allem halt diesen ganzen jungen Leuten. Ich gönn's so dermaßen diesen jungen Leuten. Wir haben diese Diskussion ja wie oft jetzt geführt. Jetzt kann man es vielleicht mal sagen. Wir waren am Samstag, war ich im Fanmuseum beim Frekel. Wir beide waren beim Kickers Talk. Da gab es so ein Grillen am Samstag. Und da kamen wir mit den ein oder anderen Fans ins Gespräch. Und dann immer diese Frage, wenn du jetzt so einen 25-jährigen Kickers-Fan fragst, der ist 25, das heißt, vor 10 Jahren, als wir Dritte Liga gespielt haben oder als dieses Spiel war mit Dortmund, da war der irgendwie 15, 14. Jetzt in den letzten 10 Jahren, was war wirklich dieses eine Spiel, was du als Kickers-Fan gesehen hast? Da kann der in Dortmund sagen, was weiß ich, das Spiel, der in Bayern kann das Spiel sagen, der in Mannheim kann sagen, das Spiel und so weiter. Was können wir denn sagen? Das 1-1 gegen Saarbrücken war top. Da war nämlich ein bisschen Pyro. Ja, so, und von der Stimmung her, die ersten 10 Minuten vom Spiel gegen Magdeburg. Das ist auch die Standardaussage, ja.
Ey, was willst du da sagen? Und deswegen, das meine ich halt, mit voller Inbrunst, ich gönne es euch allen da draußen, ich gönne es uns allen da draußen, ja, die es noch nie erlebt haben, mit dem UFC mal nach, keine Ahnung, nach Buxtehude zu fahren, irgendwie in den Norden, in die großen Stadien, vielleicht auch mal mit, durch die Ultras organisiert, irgendwie gezielt einlaufen, eine geile Choreo zu machen, einfach auch mal wieder diesen... Ja, dieses Feeling einfach zu erleben auch, was man halt hat in den oberen Ligen. Oder wenn die Gästefans kommen, dieser Hass auf der Tribüne, geil. Ja, also der Verbale natürlich. Das ist doch das, was es ausmacht. Und das ist das, was ich euch allen einfach draußen gönne. Und das schaffen wir irgendwie. Irgendwann ist unsere Zeit, meine Fresse, ey. Ja. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl, das ist... So nächstes Jahr steigen wir auf. Wie oft habe ich eigentlich genau diesen Monolog schon geführt, Alter? Ja. Jetzt stell dir es doch einfach mal vor. Jetzt ist mal ohne Marco, Scheiß. Wir haben doch, stell wir haben, dir warte, einfach warte, mal warte, vor. Warte, warte, warte. Wir haben doch gesagt, wir stellen uns gegenseitig eine Frage. Ja, wir stellen uns gegenseitig eine Frage. Mm. Ja, das war jetzt, das passt nämlich genau, jetzt sehr gut hier ran. Das ist ja das neue Format. Ganz kurz, ja, zusammengefasst, wir haben ja so geguckt, was ihr uns ja geschrieben habt. So, wir haben ja diese Meinungsumfrage gemacht und haben ja gesagt, okay, was schreiben uns die Leute? Und wir haben 180 Antworten bekommen. Erstmal vielen Dank nochmal dafür. Und da haben wir das alles analysiert und genauestens guckt, oh, Sebastian hat gerade die obersten Knöpfe seines Hemds aufgemacht. Das irritiert mich gerade. So, und wie gesagt, und wir haben dann gesagt, wir nehmen uns mal ein, zwei Punkte raus und das nehmen wir jetzt quasi in unser, in Anführungszeichen, neues Format. Und ein Punkt ist, und das wird es jetzt jedes Mal geben, meine Frage an. Nennen wir es so, meine Frage an. Meine Frage an. Und du weißt nicht, was ich dir für eine Frage stelle und ich weiß nicht, was du mir für eine Frage stellst. Aber da ganz das genau jetzt gerade richtig gut reinpasst, ich habe mir eine Frage überlegt, das ist jetzt kein Scheiß, die habe ich mir wirklich vorher überlegt. Okay. Folgendes Szenario, ja? Folgendes Szenario. Mhm. Folgendes Szenario. Nächstes Jahr im September. Wir sind aufgestiegen, ja? Wir spielen, wir spielen unser erstes Spiel in auswärts samstags. Das ist schon mal sehr unrealistisch. Also erstmal das Thema Aufstieg plus dann September, weil das erste Spiel wäre wahrscheinlich Juli, dann August. Dann ist es im Juli, August. Ja. Das ist mir scheißegal. Okay, deine Frau hat gesagt, ich nehme die Kinder heute. Du darfst den kompletten Samstag frei nehmen. Du bist komplett frei. Du darfst auch das komplette Wochenende frei haben, also Samstag und Sonntag. Ja. Frei zur Verfügung. Und wir spielen das erste Spiel auswärts. Ich muss denken, wer in der dritten Liga ist, gell? Ja, ja, ich habe keine Ahnung, wer in der dritten Liga ist. Also sagen wir, Hansa Rostock steigt ab und wir spielen in Rostock. Also irgendwas Geiles. Am ersten Spieltag. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, wer da alles in der dritten Liga spielt. Okay, Dresden, Essen, Duisburg, Halle. Wer spielt noch? Meppen. Duisburg ist super. Duisburg ist hat eine geile Stadt. Wir spielen. Okay, es ist Samstag, wir sind aufgestiegen. Ja. Wir spielen auswärts in Duisburg, das erste Spiel. Ja. Wie geht's aus? Was wirst du an diesem Tag machen? Oh. Und das willst du wahrscheinlich detailliert hören. Ich will das von vorne bis hinten komplett detailliert hören. Okay, also was würde ich tun? Meine Frau ist nicht da, meine Kinder sind nicht da. Ich habe wirklich das ganze Wochenende frei, spiele Samstagmittag, nehme ich an. Ja. Okay, Anreise Duisburg, also brauchst nicht übernachten, ist klar. Es ist eine schnelle Anreise von mir aus, zwei Stunden, je nachdem, je nach Verkehr. Ich würde sehr wahrscheinlich die Nacht von Freitag auf Samstag nichts machen und versuchen, früh ins Bett zu gehen. Ich würde sehr viel Wasser trinken. Weil ich jetzt inzwischen etwas älter geworden bin. Schon. Ja, ja, weil ich inzwischen ein bisschen älter geworden bin und gemerkt habe, das hilft. Und ich würde Freitagabend mir nichts vornehmen und früh ins Bett gehen, um am nächsten Morgen, weil, ja, ich muss ja einigermaßen früh aufstehen. Das Spiel ist dann, wird wahrscheinlich dritte Liga angefühlt, ich weiß gar nicht, 14 Uhr oder was? 14 Uhr, ja. Anpfiff ist 14 Uhr, sagen wir jetzt mal. Ja. Dann würde ich sehr wahrscheinlich um 7 Uhr aufstehen und ich werde die Nacht super wenig geschlafen haben. Ich gehe mal von aus 3-4 Stunden, wenn überhaupt. Weil ich super nervös sein werde und werde die ganze Zeit irgendwie im Handy, im Kicker unterwegs sein. Was weiß ich, ja. Irgendwelche Statistiken mir angucken oder das Stadion nochmal oder irgendwelche Kneipen raussuchen. Dann würde ich sehr wahrscheinlich, da das erste Spiel ist, würde ich eiskalt sagen, ich fahre im Zug, ich fahre nicht im Auto, das wird keine Nummer, ich fahre da hin, gucke mir ein Spiel an, fahre zurück. Sondern das wird eine Zugfahrt. Das heißt, ich steige dann in Limburg in den Zug und hoffe, oder vielleicht sogar, ich weiß nicht, irgendwie. Kurze Nachfrage? Ja. Kurze Nachfrage, in ICE oder regional? Sehr wahrscheinlich, also es kommt immer darauf an, wie die Fans aus Offenbach fahren.
Ja, ob es da irgendwo einen Zug gibt, wo man zusteigen kann, weil die Strecke da hoch fährt ja oft entweder über Koblenz oder so. Wir sind ja in der fiktiven Welt gerade noch, ja. Also du kannst das alles nach deinen Gedanken frei entscheiden. Okay, dann fahren die sehr wahrscheinlich über Koblenz-Köln, weil die Strecke sonst gesperrt ist, fahren viele nicht im ICE, sondern in der Regionalbahn, machen daraus eine Gauditour und ich steige natürlich genau in diesem Moment ein und fahre dann mit. Ich würde schon morgens um 7, glaube ich, ich würde ein gutes Frühstück haben. Nämlich eine Grundlage habe, weil ich in der Regel dann vergesse, irgendwann zu essen. Das ist immer das Problem, weil ich gern viel trinke. Und ich würde mir immer, das ist auch ganz wichtig, so ein halbes Liter Wasser nochmal mitnehmen. Und morgens auch wahrscheinlich nochmal so ein Liter Wasser reinballern. Ich muss danach irgendwie die ganze Zeit pisse wie so ein Wallach, aber es ist einfach, ich bin jetzt in diesem Alter, wo ich halt nicht irgendwie um 10 schon die Lampe aushaben will. Ja? Und dann würde ich mir an der Tanke ein Bier holen, würde dann gemütlich zum Bahnhof gehen, würde dann einsteigen und dann erstmal so die ersten Schwätzchen. Bierchen trinke dabei und dann, dann natürlich, ich habe richtig Bock drauf, dann im Zug mal wieder so ein bisschen eskalieren, ein bisschen singen, ein bisschen Spaß haben, ne, so diese typische Auswärtsfahrt, die ich früher hatte, als ich 18 war oder so, ein bisschen pöbeln, geil, vielleicht findest du noch andere Fans an irgendeinem Bahnhof, wo du richtig pöbelst, so richtig, geil, hätte ich richtig Lust drauf. Und dann kommst du dann an, dann hast du dann vor Ort nochmal dieses alle sammeln sich und so weiter, bis es dann geschlossen mit der Polizei in so einem Kessel irgendwie in Richtung Stadion geht. Alle werden nochmal verarscht, hier und da gibt es nochmal irgendwie, keine Ahnung, ein paar Leute, die ausbrechen, die von der Polizei festgenommen werden, alle rasten aus. So dieses Gefühl einfach, was du halt in der Unterführung am Hauptbahnhof hast, ja. Corona spielt natürlich keine Rolle. Und dann, dann gehen wir ins Stadion. Und ich hoffe, dass wir dann nicht einfach in den Block gehen, sondern tatsächlich... keine Ahnung, uns vorm Block sammeln und dann geschlossen voll reinstürmen mit voller Kraft, wir sind wieder da, irgendwie sowas, der OFC ist wieder da, rufen irgendwas, ich krieg grad Gänsehaut, irgendwas so richtig dieses und geilen Banner ausrollen von wegen, ja, fickt euch alle, scheiß DFB, keine Ahnung, der OFC ist wieder da. So richtig martialisch und brutal da reingehen. Sehr wahrscheinlich werde ich dann die erste Halbzeit sehen können und dann eher mehr in Richtung, natürlich Spielstand entsprechend in Richtung, da kommen wir wieder zur Arithmetik des Bierholens, mich in Richtung Bierstand bewegen und dann den einen oder anderen Schoppe genießen und einfach, egal wie das Spiel ausgeht, ob wir gewinnen oder verlieren, ist mir egal, einfach wieder genießen, dass wir in einem Stadion sind, dass wieder Zuschauer da sind, dass wieder dieser Support von den anderen auch da sind, einfach wieder dieser geile Auswärtsblock sein, nicht auf dem Sportplatz. Und die Rückfahrt wird ziemlich scheiße, das weiß ich jetzt schon. Die sind in der Regel immer scheiße. Ich habe noch keine geile Rückfahrt gehabt. Alle pennen, alle sind völlig im Arsch. Das Wichtigste ist, dass du mit der Polizei keinen Kontakt hattest an dem Tag. Und dass du noch deine Schuhe und deine Hose an hast. Auch immer ganz, ganz gut. Immer das Wechselhose mitnehmen, ja? Nee, das ist nett, weil die musst du ja rumschleppen, aber halt vielleicht noch irgendwie, was weiß ich, eine Unterhose drunter ziehen, die jetzt nicht irgendwie 10 Löcher hat, wo vorne Lörres rausguckt, weil man weiß ja nie, ja, womit man noch nach Hause kommt. Alles schon passiert, alles schon gesehen. Ja, also wer einmal im Auswärtsspiel, mir ist das einmal passiert, ohne Schuhe nach Hause kommt, zum Glück was. Hat einen guten Tag gehabt. Ja, wie gesagt. Das wäre so mein Tag, ja. Und ich würde wahrscheinlich im absoluten Koma, aber völlig glücklich, sehr früh ins Bett gehen an dem Samstag. Also ich würde danach nicht mal in die Kneipe oder sowas, sondern ich würde sehr wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht, je nachdem, was noch natürlich abgehen wird, wie dann so die Stimmung sein wird, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht nochmal zu dir fahren nach Offenbach, mit dir irgendwie steil gehen, wenn das irgendwie noch hergibt. Aber wenn man nicht geschlafen hat, morgens und so einen ganzen Tag gesoffen, dann ist man abends wahrscheinlich meistens platt, ja. Geil. Das wäre so meine Frage an dich. Deine Frage an mich. Jetzt kommt meine Frage an dich. Und da habe ich mir auch lange überlegt, was ich dich fragen würde. Und eine Sache ist mir super wichtig. Und zwar, wie gewinnen wir neue Kickers-Fans? Und jetzt stell dir mal vor, du hättest einen Neffen oder einen Nachbarsjungen oder ähnliches, der ist jetzt 16 oder 15, ist so Fußball interessiert. Ja, wenn du ihn jetzt fragst, ja, er kennt schon Fußball super aus, spielt selber Top-Fußball oder so in der Kreisklasse und immer Fußball, aber seine Lieblingsvereine sind Paris oder Barcelona oder sonst irgendwas. So, und jetzt sagt er mal, hier, Herr Kraus, können Sie mich mitnehmen mal zum Fußball? Oder der Vater fragt, hier, Sebastian, kannst du mir mal meinen Sohn mit ins Stadion nehmen am Samstag? Der wollte das mal angucken. Was würdest du tun, um ihn von unserem geliebten OFC, trotz für der Liga, trotz, und es ist ein Spiel, das ist jetzt nicht irgendwie Relegationsaufstiegs DFB-Pokalspiel, sondern es ist ein normales Spiel gegen Astoria Waldorf an einem verregneten Oktoberwochenende.
Was würdest du tun mit ihm? Ich würde den Vater erstmal fragen, soll er Kickers-Fan werden oder soll er glücklich sein im Leben? Ja? Das wäre die erste Frage an den Vater. Was würde ich tun? Oh, das ist schwer. Ich werde dir sogar vor Aufgaben gestellt. Du musst ja nur beschreiben. Okay, ich merke schon, in welche Richtung das hier geht. Was würde ich tun? Nee, ich würde auf jeden Fall gucken, dass er nicht allein ist. Ja, das ist der Nachbarsjunge. Und ich würde gucken hier, ich würde sagen, wie nennt man? Thomas, und sein Kumpel ist der Karl-Heinz. Dann sagen wir mal, Thomas und Karl-Heinz. Karl-Heinz ist auch. Ja, aber Karl-Heinz ist ja alt. Name von irgendeinem alten Mann. Ja, und? Ja, das ist vielleicht aus nostalgischen Gründen. Nein, haben das die passt jetzt Eltern nicht. Ihr Kind Karl-Heinz. Nein, genau. Der heißt Thomas und ist der Bruder, oder was hast du gesagt, der Kumpel? Der Kumpel, ja. Kindergartenkumpel. Der Kindergartenkumpel heißt Michael. So, das ist einfach. Okay, Thomas und Michael. Dann sage ich hier, Thomas, frag mal Michael. Der Michael, der kommt aus einer Familie, die haben auch nichts mit Fußball zu tun. Sagt, ja, komm, der Junge soll mal was erleben, der soll mit seinem Kumpel Thomas mit. Also es ist ganz wichtig, dass du auf jeden Fall zu zweit eine Connection hast. Ja, zu zweit eine Connection. Und dann würde ich sagen, hier, wir vielleicht mal bei den Kickers nachfragen und gucken hier, können wir, also ich würde auf jeden Fall nicht im Block gehen, denke ich. Ich glaube, ich würde, so hat es mein Opa mit mir nämlich gemacht, als ich es erstmal, oder mit der einer der ersten Mal auf die Kickers gegangen bin. Wir sind auf die Haupttribüne gegangen und haben uns ganz unten hingesetzt. Ja, also ganz unten hingesetzt und Hintergrund da war, nee, es war nicht auf der Haupttribüne, Entschuldigung, es war auf der Henninger. Hintergrund war nämlich, dass wir am Spielertunnel waren, oder damals noch Orion-Tribüne, dass wir am Spielertunnel waren und an den Spielern vorbeigegangen sind. Ja, und die Spieler mal kurz hochgewunken haben und so weiter. Falsch, ich würde noch vorher anfangen. Ich würde ihn vorher noch mit ins Training nehmen, ja? So. An einem Samstag, zwei Tage an einem verregneten Samstag kannst du ihn nicht ins Training nehmen. Er soll an dem... Okay, okay, wie gesagt, nochmal. Okay, ich würde mit ihm, auf die Haupttribüne gehen, an den Spielertunnel. Wichtig ist, dass wir die Spieler ein- und ausgehen sehen und dann immer noch schön grüßen, wird erklärt und dann kurz bevor es losgeht, würde ich zu denen sagen, Jungs, guckt mal darüber, ja? Da gehen gleich die Fahnen hoch. Ja? Wird auf den Block 2 zählen und dann geht's los, Spieler laufen aus, Stadionmusik geht an und die spüren zum ersten Mal genau dieses Feeling. Sie spüren, sie hören diese geile Einlaufmusik, sie spüren dieses ganze Kribbeln bei allen Leuten, auch wenn es ein verschissenes Spiel an einem scheiß regnerischen Samstag ist, gegen scheiß Astoria Waldorf, ist es trotzdem immer noch dieses Kribbeln da und das werden die spüren. Und gerade weil sie zu zweit sind, werden sie sehr freuen, da zu sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht das letzte Mal gewesen sind, obwohl wir dann 4-0 gegen Astoria Waldorf verloren haben. Nein, ich glaube, so würde ich es machen. Ich glaube, es langt immer noch in Offenbach, da bin ich mir sehr sicher. Zumal es wahrscheinlich dann der erste Stadionbesuch ist. Es ist ja oftmals so, dass der erste Stadionbesuch ist dann meistens dein Verein, ja, oder oftmals. Dass das wirklich ein wichtiger Punkt ist, dass die Kids einfach so dieses erste Wah-Gefühl beim Kickers haben werden. Ja? Und das ist, glaube ich, das macht einfach ganz viel aus. Das macht ganz viel aus. Mhm. Würdest du dann nochmal einen Schal kaufen oder ähnliches? Ja, na klar, natürlich. Ich würde mit denen rausgehen, würde jedem mal einen Schal kaufen. Alle beide kriegen natürlich einen Schal, was sie selbst auch so dürfen. Wenn sie nett waren, kriegen sie auch noch einen Trikot. Klar, natürlich. Als Erinnerung ganz wichtig. Ganz wichtig. Ich habe heute noch meinen ersten Schal, den mir übrigens mein Opa damals gekauft haben, ist ein Welcome Kickers Schal aus dem Jahr 2000. Ach, Scheiße. Wo 2000, wo jede Null ein Kickers-Logo ist, ja. Und dann Welcome Kickers, Jahr 2000, ja. Richtig cool. Häng noch daheim. Also ist deine Strategie, ja, das vergisst du nicht. Ist deine Strategie wie bei den Frauen, die nicht beim ersten Date schon das volle Paket liefern, sondern nur mal ein Küsschen links und Küsschen rechts, dass derjenige dann Lust auf mehr hat auf die. Ganz genau. Und Stück für Stück, es hat lang gedauert, bis mein Vater oder mein Onkel mich damals mit dem Block genommen haben. Ja, wir haben uns dann so ein bisschen reingetastet, dann ging es erstmal im Block 3. Nee, erst dann waren wir noch auf der Stahlrohr damals, waren wir noch gestanden, nicht mit dem Opa. Dann ging es im Block 3 und wir haben uns auch reingetastet. Und dann, ich glaube, irgendein Pokalspiel war das dann damals, durfte ich dann mit dem Block 2 gehen. Gerade diese Anspannung, diese steigende. Weißt du, du hast dich so vorgetastet, du bist immer näher Richtung Block 2 gekommen, Das hat richtig viel im Kopf gemacht, weißt du, weil du immer mehr Bock bekommen hast, du hast immer mehr Lust gekriegt. Diese Motivation wurde immer intrinsischer und ich glaube, das ist genau, ja, das der Punkt, wo ich sage, geil. Und
Ja. Ich glaube, deswegen, das wäre so der Punkt, wo ich sagen würde, du musst, ich glaube, wenn du gleich so in diesen, ich meine, ich glaube, es macht einfach keinen Unterschied, auch wenn du direkt in Block 2 gehst und direkt dieses Feeling hast. Und ich wollte immer mitschreien schon früher. Ich weiß noch, so in Block 3 haben wir so erstmal ganz links hingestellt und ich habe schon immer als kleiner Bub habe ich da mitgekriegt, ne? Wollte ich immer mitmachen. Geil, 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 geil. Hat mich voll gefreut, so. Aber eben dieses stückhafte Randtasten Richtung Block 2 und dann irgendwann wirklich so daheim zu sein, ja, also wirklich sich daheim zu fühlen. Es hat so ein, wirklich so ein Heimatgefühl gehabt dann irgendwann, weil du dachtest, geil, du hast es jetzt endlich geschafft, in diesen Block 2 zu kommen. Du bist endlich groß genug, du darfst da rein. Ich meine, ich war erstmal Block 2 2000, das war, glaube ich, noch Regionalliga-Zeit dann. Das müsste in der Aufstiegssaison 2004, 2005 gewesen sein. Das war halt auch nochmal eine andere Nummer, als es heute ist, muss man auch mal offen sagen. Ja. Alderer, Biberer Berg, alles war noch irgendwie ein bisschen enger, weil auch, ja, wahrscheinlich, vielleicht war es auch subjektiv, aber ich, meiner Meinung nach war alles ein bisschen enger, mehr Leute da, es war alles gequetschter und es hat einfach, ja, nochmal mehr, du konntest die Kids wahrscheinlich nicht einfach so mit dem Block 2 nehmen, ja, und das war einfach noch so ein Unterschied. Aber trotzdem, ich glaube, das war ja ein großer Punkt, wo dann eben so dieses innere Bedürfnis da war, hinzugehen zu den Kickers und immer wieder hinzugehen. Vater zu fragen, was machen wir heute? Samstag ist nichts los. Können wir mal auf die Kickers? Können wir mal auf die Kickers fahren? Können wir auf die Kickers fahren? Ich meine, wir sind ja aus dem Odenwald auch immer eine Stunde gefahren, dann, wenn wir gefahren sind. Ja? Und dann war es immer was Besonderes, samstags auf die Kickers zu fahren. Zu ja, Zweitliga-Zeiten allerdings damals. Ja? Also es hat es natürlich um einiges einfacher gemacht. Ja? Ja, ja, klar. Hat es um einiges einfacher gemacht, dass du halt gegen 60 gespielt hast, dass du gegen Eintracht Braunschweig gespielt hast, dass du gegen was weiß ich wen gespielt hast, ja, und das ist, aber trotzdem, nochmal, ich glaube, auch wenn wir vierte Liga spielen, auch wenn es gegen Astoria Waldorf geht, auch wenn es gegen Balinger SC geht und wie diese ganzen, tut mir leid, Scheißvereine heißen, liegt ja nicht daran, dass die nicht in die vierte Liga gehören, die gehören in die vierte Liga, wir aber nicht, dass wir gegen die spielen, sondern ja, auch dann ist dieser Flair und diese Besonderheit von den Kickers immer noch da. Nach wie vor bin ich ganz, ganz fest von überzeugt. Wunderbar. Ich finde die Kategorie gar nicht mal so schlecht. Ich finde das echt mal interessant. So, ja. Ist ein Vorschlag von einem Hörer. Ist ein bisschen tricky, weil man erst mal ein bisschen nachdenken muss. Und ich finde das aber geil. Während dem Reden. Ich finde das aber geil, so dass wir vorher nichts vorbereiten, sondern halt wirklich ganz spontan. Weil ich glaube, wenn man das spontan macht, dann ist man irgendwie ehrlicher. Wenn man ganz spontan irgendwie sagt, was wirklich, ich finde das irgendwie ganz cool, könnt ihr mal Feedback dazu senden, wie ihr das findet. Wir wollen euch ja natürlich auch an dieser Stelle unterhalten. Ja, Sebastian, wir haben eine Stunde 17 irgendwie so gerade auf der Uhr. Es ist schon wieder viel länger, als wir hatten eigentlich gesagt, wir machen eine halbe Stunde heute, gell? Aber die halbe Stunde hatten wir schon mit dem Transfers, glaube ich, tatsächlich. Picke, packe, voll, meine Güte, es macht gerade so einen Spaß. Warum sollen wir es nicht länger machen, als wir eigentlich wollen, ja. Ich meine, ihr könnt ihr abschalten, wenn ihr keinen Bock mehr auf unsere Stimmen. So, ich würde einfach sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Wir haben zwar noch eine andere Kategorie, und zwar die Fragen, die ihr uns ja gestellt habt, wo wir auch immer mal wieder eine rausnehmen wollen, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Die wird hoffentlich auch nicht so lange auf sich warten lassen. Gibt es noch irgendwas von deiner Seite? Nein, ich bin zu Ende. Wunderbar, du bist am Ende. Ich bin auch komplett durchgeschwitzt. Ich war ja, wie gesagt, so super nervös vom Podcast. Es gibt einen Grund, warum ich hier fast ohne Hemd jetzt da sitze. Ja, also ist, boah, das bin Bullen ich, meinst du? Auf einmal gekommen. Ja, das ist klar. Das was? Wenn du mit mir redest, dann musst du ab und zu irgendwann mal auch das Hemd ausziehen. Ja, ganz genau. In dem Sinne. Du machst halt ganz komische Anspielungen. Das ist, macht mir langsam ein bisschen Angst. Ach ja, Ich verbringe so viel Zeit mit dir, ich weiß gar nicht mehr, was ich mit wem mache, soll was ich mit meiner Frau mache, sondern was mit dir, weil ihr habt ja ungefähr gleich viel Zeit in meinem Leben, die in Anspruch genommen werden. Deine Frau hat so viel wie ich? Das gibt's ja gar nicht. ja, genau. Ich wollte ja eigentlich noch über das ganze Thema Wurst sprechen, gell? Über das ganze Thema Bratwurst, aber weißt du was, dann machen wir das nächste Mal. Das ist ja so mein Lieblingsthema, das Catering bei uns im Stadion. Das ist halt so, es ist halt einfach mein Lieblingsthema. Und da könnte ich mich ja schon wieder aufregen. Aber wie gesagt, wir halten uns das für die nächste Folge vor. Wenn ihr da irgendwie was dazu zu sagen habt, sagt doch Bescheid. Sebastian, noch einmal. Eine Stunde 20. Die meisten haben gesagt, boah, das ist ja viel zu lang. Dann schalt doch ab, wenn ihr keinen Bock mehr habt. wir sind eh für die Hälfte der Klicks verantwortlich. Ja, genau. nehmt fleißig am Gewinnspiel teil.
Genau, wenn ihr herausgefunden habt, wer uns diese wunderbare Nachricht geschickt hat, bitte schreibt es nicht irgendwie unterhalb, irgendwo hier, irgendwie ins Öffentliche, sondern lasst es doch einfach offen als Gewinnspiel. Ja. Schickt uns als wird privat. Alles zensiert. Genau, schickt uns wird als Privatnachricht gerne über Instagram und Facebook. Gewinnt, wie gesagt, ein Jahresabo bei Football Was My First Love, der besonderen App rund um das Thema Fußball. Kann ich auch jetzt für den Sommer nur empfehlen. Ich höre auch immer wieder rein und möchte an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz Werbung machen. Nochmal AT, heiße kurventreue Typen. Natürlich auch unter anderem mit, ja, mit bekannten Leuten aus der ASF oder natürlich auch alle anderen Hooligan-Banden, die man sich so vorstellen kann aus den 80er, 90er Jahren. Auch mal interessant, mal die andere Mainseite zu hören, muss man auch mal sagen. Auch wenn man dann so hört, dass einige von denen auch erst in Offenbach waren mit der Begründung, da war halt einfach die Stimmung geiler als in Frankfurt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Aber dann doch aufgrund ihrer, ja, aufgrund sonstiger Umstände dann dahin gekommen sind, wo sie heute sind. Nichtsdestotrotz, das war's. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und die letzten Worte, das hat sich jetzt ja so eingebürgert, bleiben wie immer in Offenbach. Die letzten Worte hat der wunderbare Sebastian. Ich sage tschüss und bis zur nächsten Folge. Danke, lieber wunderbarer Marco. Wenn ich schon so abmoderiert werde, ist ja der Hammer. In erster Linie würde ich gerne, auch von meiner Seite vielen Dank, dass ihr euch das wieder gegeben habt, uns zuzuhören. Würde mich auch sehr freuen über Feedback, wie immer sehr willkommen. Wenn ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge habt, nochmal von mir auch der Appell, abonniert uns, hilft uns auf jeden Fall auch weiter. Unser großes Ziel sind erstmal die 1000 Abonnenten, da haben wir jetzt ungefähr die Hälfte. Also in 5 Jahren sind wir da ungefähr bei 1000, wenn wir so weitermachen in dem Tempo. Und ja, lasst einen Kommentar da, einen Daumen hoch oder wenn es euch nicht gefallen hat, auch einen Daumen runter. Wir sind da ja offen, wir sind transparent. Schreibt uns, wenn ihr was zu meckern habt oder wenn ihr uns gut findet. Genau. Ganz kurz. Stopp. Wir können noch nicht auflegen. Eine Sache muss ich noch ganz klar erwähnen. Das haben wir total vergessen. Wir können wieder kommentieren im Social Media. Also Sebastian ist inzwischen komplett nackt. Er ist komplett ausgezogen, sitzt mir nackt gegenüber. Ist kein Witz, ich schwör's euch. Und ich muss gerade mal auf einen Bildschirm gucken, weil mich das total irritiert. Aber das ist ja das Geile. Wir können wieder in Facebook, in Instagram und so weiter bei Kickers Offenbach kommentieren. Das heißt, die Kommentare waren zwischenzeitlich ausgeschaltet. Es geht wieder. Lass uns nächste Woche nochmal intensiver drüber sprechen. Ich sage jetzt wirklich tschüss. Wird intensiver drüber gesprochen. Gut. Ich sage jetzt einfach nur noch die letzten 3 magischen Worte, dann haben wir es auch. Nur der OFC. Bis dann.